Eigentlich ist es unmöglich, denn diese Elemente gibt es eigentlich gar nicht. Trotzdem wird das Periodensystem immer größer, es kommen Elemente dazu. Vier Elemente sind erst vor kurzem dazugekommen, obwohl es sie auf der Erde so eigentlich nicht gibt. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Es sind keine Moleküle, die man mit einer chemischen Reaktion erzeugen könnte, sondern eben reine Atome, Grundbausteine. Weitere spannende Facts zum Thema bekommt ihr jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen und vielen Dank auch wieder für diesen spannenden Themenvorschlag, den ihr mir über die Messenger geschickt habt. Erstmal vielen Dank an die Leute bei den Messengern dort und auf unserem neuen Discord-Server gehen so viele Themenvorschläge ein. Absoluter Hammer, vielen Dank. Neu dabei im Periodensystem der Elemente sind seit gut anderthalb Jahren Organeson, Tennessin, Oscovium und Nihonium. Ende 2016 war offiziell klar, welche Namen diese vier Elemente bekommen sollten, denn sie werden künstlich hergestellt durch den Zusammenprall von Atomkernen und das auch nur in sehr kleinen Mengen. In der Natur kommen sie nicht vor und auch in dem künstlichen Herstellungsprozess zerfallen sie sehr schnell. Und jetzt mal zu den vier Kandidaten, die alle die siebte Periode des Systems vervollständigen. Starten wir mal mit dem Nihonium, NH. Es hat die Ordnungszahl 113 und erinnert euch vielleicht aus dem Chemieunterricht, dass das bedeutet, dass es 113 Protonen in seinem Atomkern hat. Entdeckt wurde das am Riken-Institut in Japan und somit auch ist es das erste Element, das in Asien getauft wurde. Nihon ist eine Art, den Namen Japans in Landessprache auszusprechen und seine Bedeutung ist fast schon romantisch. Es steht für das Land der aufgehenden Sonne. Weiter geht es mit dem Element Moskovium mit der Ordnungszahl 115, das von einem Forschungsteam in der Nähe von Moskau entdeckt wurde. Er ahnt es schon, daher also sein Name, genauso wie beim Element mit der Ordnungszahl 117, Tennessin, ebenfalls benannt nach dem Ort seiner Entdeckung, dem US-Bundesstaat Tennessee. Dass ein Teil des Forschungsteams seinen Sitz in Kalifornien hat, darüber können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wohl hinwegsehen. Schließlich gibt es bereits ein Element mit dem Namen Kalifornium. Wer sich von euch ein bisschen im Bereich Chemie auskennt, kann sich vielleicht auch denken, an wen der Name des Elements 118 Organeson OG erinnern soll, und zwar an den russischen Kernphysiker Juri Oganessian, der die theoretischen Grundlagen dafür gelegt hatte, dass zahlreiche sehr schwere Elemente überhaupt entdeckt worden waren. Der Russe ist damit übrigens erst der zweite Mensch weltweit, der noch zu Lebzeiten als Namensvetter für ein chemisches Element ausgewählt wurde. Verantwortlich für die Namensgebung ist der Chemikerverband namens International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, die endgültigen Namen der vier superschweren Elemente Ende 2016 verkündet hatte. Vorher durften die Entdecker Namensvorschläge machen. Anfang 2016 hatte die IUPAC die Elemente zunächst einmal anerkannt. Entdeckt wurden die vier nämlich übrigens schon viel früher, nämlich zwischen 2002 und 2010. Dazu noch ein kleiner Funfact am Rande: mehr als 40.000 Motorhead-Fans hatten sich in einer Petition dafür ausgesprochen, eines der Elemente nach dem verstorbenen Sänger Lemmy Kilmister zu benennen. Lemmium wäre dann der Name des neuen Elements gewesen. Die Begründung: Lemmy war eine Naturgewalt und verkörperte das Wesen des Heavy Metal. Mal sehen, vielleicht wird demnächst ein weiteres Element entdeckt, das dann nach Lemmy benannt werden kann. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn ihr wisst ja, die Abo-Box auf YouTube ist ja ein bisschen lückenhaft. Über die Messenger erfahrt ihr von mir auch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Da bekommt ihr auch den Link zum Discord-Server, wo ich seit neuestem fast den ganzen Tag rumhänge. Einfach hier draufklicken, klicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social-Media-Welt. Aber nicht die... Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Sex und Liebeschemie. Bis dann. Bleibt, Moment, alles in der Reihe nach. Bis dann. Bleibt dran.